Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Jetzt spielen wir die wahrscheinlich oder die eventuell letzten beiden Spiele, die ich am Freitag spiele. Und dann spielen wir vielleicht die anderen 15 Spiele am Sonntag. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. So, Moment. Ich guck mir noch mal an. Hier, Ronaldo, wechsel ihn bitte ein zur Halbzeit. Wechsel ihn bitte zur Halbzeit ein. Merkt es doch endlich mal, du Idiot. Ja, ich meine dich, Paxis. Wechsel das bitte ein. Vielen Dank. Ich hoffe mal, dass Gnabry wie im ersten Spiel wieder ein bisschen zeigt, dass er richtig Bock hat. Ich habe mir mal seine Ingame-Werte angeschaut. Er hat weder einen wirklich überzeugenden Abschlusswert noch einen sehr überzeugenden Distanzschusswert. Also es geht zwar in Richtung knappe 80, aber ist jetzt nichts wirklich Geiles. Ich weiß nicht, was er vielleicht noch für Ingame-Attribute hat, also ob er Distanzschütze ist oder so. Ach, das können wir eigentlich mal angucken. Ach nee, wenn ich hier zu lange brauche, kann der Gegner noch abbrechen, glaube ich. Jetzt könnten wir uns Ingame mal anschauen. Aber da müsste ich ja jetzt Pause drücken, damit wir eine Pause verschwenden. Aber gut, ich drücke eh nie Pause. Oh, der hat schon Chemistry Styles auf einen Spieler. Nee, Quatsch, auf seinen Nainggolan. Nee, das ist gar kein Nainggolan. Ich dachte Nainggolan. Auf seinen 84er ZM hat er keinen, da hat er Basic. Und auf den rechten Mittelfeldspieler, den ich auch habe, hat er auch Basic. So, konzentrieren. Ich möchte so spielen wie im letzten Spiel, außer diesen einen Fehler. Aber ansonsten... Oh, ich glaube, das ist einer, der mir so schnell spielt. Der wird schwer. Ich wollte zwar nicht auf Klären drücken, aber es war gar nicht so schlimm, dass er den jetzt hier rausgeklärt hat. Schön gemacht mit Ginter, wir bleiben leider nicht im Ballbesitz. Jetzt hat er mal einen schönen Fehlpass produziert. Da haben wir Glück, da sollte auch noch eine Kategorie weitergehen, dahin sollte die Flanke gehen. Ja, das ist jemand, der gerne rennt, der schnell viel rennt. Mal gucken, ob wir das vielleicht wenigstens im Angriff dann ausnutzen können. Gut gemacht mit Ginter. Schade. Haben wir so viel Meter gut gemacht und dann doch nichts draus geworden. Ja, das ist jemand, der einfach nur den Ball hinterher sprintet. Na okay, nur macht es nicht. Oh, das war so dumm von ihm eigentlich. Totaler Stellungsfehler. Und Brusinski schafft es nicht dran vorbeizupassen. Geil, wie meiner einfach. Also erstmal schönes Lagertor, aber abseits? Abseits, sehr gut. Aber geil, wie mein Außenverteidiger, denke ich mal, es war Weiser, einfach nur hingefallen ist. Ich habe nichts gemacht, ich habe nicht Tackle gedrückt oder so. Also einfach hingefallen. Gnabry wieder zu lange gebraucht, um den Ball anzunehmen. Schlechte Ballkontrolle. Hat er gut rausgespielt, also der Gegner ist auf jeden Fall besser als der letzte Gegner und ich denke, es wird sehr schwer gegen ihn. Oh, ich habe dieses Mal extra weiter aufgezogen, damit er halt damit er es schafft, rüber zu flanken auf den anderen Außenverteidiger, der übertreibt es natürlich wieder direkt und spielt auf dem Traoré. Da sollte der Ball auch nicht hin. Ah, jetzt wird es wieder scheiße. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen raffen hier.
keinen einzigen Abschluss, glaube ich. Glück gehabt, dass Weiß hier schnell genug ist. Wieder ein schlechter Laufpass von Brusinski. Darf ich nicht im Sprint annehmen? War kein Foul. Also meiner Meinung nach. Aber ich weiß, dass hier auch es durchaus hätte passieren können, dass der Schiri pfeift. Hatte ich auch das bessere Team insgesamt. Spielt auch bisher besser. Waren wir sogar dran. Kein einziger Abschluss bisher. Also von mir jetzt. Gut gemacht mit Süle. Bin überhaupt nicht zufrieden, weil offensiv, ich habe kein einziges Mal geschossen. Das ist das erste Mal, dass ich kein einziges Mal geschossen habe. Mal ganz schnell jetzt aus dem Mittelfeld einfach mal draufziehen. Also da steht bombenfest in der Verteidigung. Aber manchmal hat man ja auch Glück und es läuft dann anders in der zweiten Hälfte. Yay, wir haben geschossen. Die Statistik ist schon mal ganz gut. Nochmal geschossen. Das machen wir jetzt ganz oft, bis wir dann am Ende die bessere Statistik haben und sagen können, hey, wir haben doch viel öfter geschossen als der Gegner. So, meine leichte Druckphase. Leider ist so ein Schuss nie durchgekommen. Positioniert mit Bender. Hier haben wir direkt wieder Pech. Gut positioniert mit Bender. Fuck you. Ach, schon wieder abseits. Zum Glück. Das zweite Mal schon abseits durch.
Oh, das war natürlich riskant. Geil, wie er es noch scharf macht. Oh mein Gott, was war denn das? Steht er halt wirklich sehr gut. Ich bin zwar jetzt in der Hälfte definitiv besser als in der anderen, aber. Einfach nur Glück, sorry, aber das war Glück. Es wäre trotzdem mittlerweile verdient, dass er führt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber das wäre trotzdem ein glückliches Tor geworden. Und dann Sommer. Ich habe extra den Torhüter angezeugt, damit er halt jetzt den schlechten Abschluss aus dem Winkel sucht. Was er dann ja auch gemacht hat. Ich denke, ich gehe mal auf Defensiv. Ich gehe mal auf Defensiv, ja. Das hat er gut getribbelt, leider. Komm schon, einfach mal ein Lackertor machen und das Ding unverdient gewinnen. Oh, du scheiß beschissene Ballkontrolle! Gute Grätsche. War jetzt, glaube ich, das zweite Mal, oder? Für ihn. Definitiv der bessere Spieler. Ganz in Ruhe, nicht erzwingen wollen. Wenn ich keine Anspielstation habe, habe ich halt keine. Macht schon irgendwann mal einen Stellungsfehler. Oder halt auch nicht. Ach du Gott, unser 90. das Lackertor mit Gnabry. Also war halt kein Lackertor, aber der Lackersieg, so ist richtig. Ach du Scheiße, danke Gnabry. Ich wusste, dass er besser ist als ein Depp. Krass, er macht wirklich den geilen Distanztreffer von der 90. Total unverdient gewinnen wir das jetzt hier. Das ist krass. Und tut mir schon fast leid für den Gegner. Aber auch perfekt geschossen, unhaltbar. Den hält, denke ich, auch kein Neuer. Nice. Dann jetzt Abwehrriegel rein und. Oh, krass. Oh, das tut mir echt leid für den Gegner.
So ein unverdienter Sieg für mich. Der macht zwei knappe Abseits-Tore, zweimal Alu. Eieiei, aber das wird auch umgedreht passieren. Also, ich denke, FIFA 18 ist prädestiniert dafür, dass man unverdient gewinnt. Gnabry. Vorlagen Arangis. Tja, zweites Spiel von Gnabry, zweiter Treffer. Nicht schlecht. Was hat denn eigentlich ver. Ach, Traoré hat sich verletzt. Zwei Spiele Oberkörper, da hoffen wir mal, dass die Calcio A durchhält. 19 Spiele. Oh, 19 Spiele, 17 Scorerpunkte. Das ist natürlich hervorragend für ein ZOM. Dann spielt. Ach, ich habe natürlich wieder vergessen, Ronaldo einzuwechseln. Sag mal, bin ich denn komplett? Ja, bin ich. Ich bin's. Okay, ich versuch's wieder. Wenn sobald Halbzeit gepfiffen wird, sobald Halbzeit gepfiffen wird, wechselst du bitte Ronaldo ein. Packst es. Mach das bitte mal. Danke. Ich bin einfach so im Fokus, so im Spielfokus, dass ich nicht realisiere, dass ich Ronaldo einwechseln will. Ich habe so viele Spiele schon. Ich hätte eigentlich den Ronaldo schon gar nicht mehr, wenn ich jedes Mal ihn eingewechselt hätte, wo ich es gewollt hätte. Schwarze Hosen, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin da eigen, ich habe keinen Bock auf gleiche Hosen. Farbe. Wiesenhof. Na, mal gucken, ob er auch eine Bundesliga-Mannschaft hat. Sieht man echt selten Bundesliga-Mannschaft. Aber ich habe es ja gesagt, ich gehe davon aus, dass so gut wie nie Bundesliga gespielt wird. Da haben wir mal wieder eine. Fährmann, das ist schon mal der zweitbeste Torhüter. Also von den Ingame-Werten her, Delaney. Oh, Werner. Werner kostet, wie gesagt, irgendwas zwischen 40 und 50.000. Herzlichen Glückwunsch. Der ist also schnell. Na, mal gucken, ob ich damit hinkomme. Kommt auf seine Verteidigung und auf seinen Angriff an. Ich könnte jetzt natürlich Ronaldo direkt einwechseln, aber wenn ich dann in die Verlängerung muss oder so. Wobei Berardi, ich habe halt keinen Bock auf Berardi. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach, weil dann vergesse ich es nicht. Dann haben wir Ronaldos komplettes Spiel über. Scheiß drauf. Macht man nie was verkehrt. Damit präge ich mir zwar wieder nicht ein, dass ich den in der Halbzeit eigentlich einwechseln will, aber egal. So, Berardi kann jetzt noch die ersten Sekunden spielen, bis wir zum. Schade. Bis wir zur ersten Unterbrechung kommen. War wieder eine geile Ballkontrolle. Gaserreflex von Perin, der ihn dann noch an die Latte lenkt. Aber es war eine geile Ballkontrolle von El-Sharawi, wodurch wir halt dann den Ball verlieren, weil er einfach eine Stunde braucht. Schön gemacht mit Koulibaly, aber ich glaube, ich muss ja bei Zeiten auf Defensiv gehen. Weil ich verstehe nicht, wieso da immer mit zwei Spielern gegen drei Verteidiger spielt. Das verstehe ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Schade. Hätte ich vielleicht reinflanken müssen. Kein Fa. Ah ja, doch, Fa. Ich wollte gerade sagen. Hat Ronaldo nicht auch mit der Freistöße drauf? Ne, nur 76 Genauigkeit. Wir brauchen aber mal einen Linksfuß. Schön auf Ronaldo ablegen. So, Ronaldo ist auch Kopfballstark. Wir machen es einfach Volley mit Ronaldo. Dieses Biest, dieses Elende. Eingewechselt von Anfang an. Und boom, macht er auch direkt ein 1-0. Oh, das würde mich aber ärgern als Gegner. Krasses Tor. Geiles Tor. Geiles Tor. Volley-Seitfall. Nice. So, und jetzt habe ich auch einen guten Grund, um auf Defensiv zu gehen. Das wollte ich ja eh machen.
krasses Dribbling. Glück haben wir Perrin. Schön gemacht mit Car-Stop. Oder wie auch immer der ausgesprochen wird oder heißt. Ronaldo, dieses elende Tier. Tja, schade nur, dass wir den so niemals haben werden, weil der ist mir zu teuer und ich werde ihn logischerweise auch nicht ziehen. Und wenn ich ihn ziehe, ganz ehrlich, dann würde ich wahrscheinlich auch kein Team um mich herum bauen, sondern ich würde einfach ihn verkaufen und mir andere geile Spieler aus meinen Ligen holen. Ah, hier muss ich einen Laufpass machen, das war dumm. Ich werde natürlich versuchen, viel über Ronaldo zu spielen. Na? Ich mache ja gerade merkwürdige Dribblings, habe ich das Gefühl. Oh, Perrin! Oh, meine Herren. Wird auf jeden Fall nicht einfach gegen den Gegner. Ich brauche mal noch zwei Tore. Das hat er schlecht verteidigt. Nein, ach, wieso schaffe ich es denn nicht in die Mitte zu ziehen? Wieder ein Spieler muss ich aussteigen lassen. Ich bekomme es nicht hin. Einen verdammten Spieler hätte ich aussteigen lassen müssen, nicht mehr. Ich bekomme es einfach nicht hin, vorbeizutribbeln. Jeder andere hätte, wie gesagt, den Ball einfach vorbeigelegt. Bums aus Nikolaus, Tor mit El-Sharawi, 2-0. Tor. Ja, es wäre absolut verdient, dass das hier 1-1 steht, das ich weiß. Es wäre absolut verdient. Es müsste aber auch schon 2-0 von mir stehen, wenn ich Trottel hier mal den aussteigen lassen würde. Delaney, das ist glaube ich ein nicht seltener 78er. Irgendwas mit 70 Pace. Oh, der Ball ist noch heiß. Oh, ich kriege ihn nicht nochmal. Das war dumm von mir wieder. Was mache ich denn da? Schöner Pass, El-Sharawi, aber es ist mir jetzt trotzdem zu heavy. Sprich mal ab. Was war das jetzt von Ronaldo? Okay, das war nicht schlecht, aber schade, dass der Ball nicht bei uns bleibt. Aber der spielt einfach so schnell in die Spitze und dann ist dann aber halt auch niemand mehr. Den macht er aber eigentlich auch gerne mal rein. Schade. Gute Chance zum 2-0. Ach Mann, Mann, Mann. Ich lasse einfach niemanden aussteigen. Es ist so kacke. Und wenn dann mal über eine Schusstäuschung. Aber das war, glaube ich, auch keine gute Situation für eine Schusstäuschung. Und wie gesagt, es wäre absolut verdient hier für den Gegner, wenn er ausgeglichen hätte. Der ist mir einfach immer zu schnell gefährlich.
mit zwei Spielern von meiner Abwehrreihe. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Warum bei mir so viele aufrücken? Ich spiele doch nur gar nicht auf super offensiv. Warte. Das hat er natürlich richtig schlecht gemacht. Immer in die Ecke. So, Ronaldo, mach's bitte nochmal. Komm, einfach ein 2-0 jetzt mit Ronaldo. Oh, das war nicht schlecht. Das war schlecht. Das wiederum nicht. Das war auch schwierig aus der Position, dann mache ich ihm keinen Vorwurf. Schade. Boah, da stehe ich doch nur genau da. Geht doch ran. Hätte er vielleicht noch wegköpfen können. Ja, es ist verdient. Es ist verdient, dieser Ausgleich. Leider. Auch wenn ich es ärgerlich finde, dass es über so eine Ecke macht. Er freut sich anscheinend gerne lang. Es bleibt mal auf defensiv. Fällt mir ein, es gibt gar nicht Messi als Leihspieler. Ja, natürlich interessant. Kein Elfmeter, auch interessant. Schön gemacht mit Rossi und trotzdem bleiben wir nicht im Ballbesitz. Schlecht gedribbelt. Das war eine richtig dumme Idee, aber es kann auch sein, dass er aber anders hinpassen wollte. Das kennen wir ja alle. Ich dachte, der erste Pass geht auf jemanden anders und dann sollte der zweite Pass halt zu dem, wo der erste Pass hinging. Wenigstens jeder Angriff von mir oder jeder zweite zu einem Abschluss führen würde, aber so ist es ja leider nicht.
Oh, oh nein, der Rossi, wie kannst du den denn rübersetzen? Ach, gebt mir bitte einfach den Sp So eine Scheiße, Mann! Weil die mir nicht den Spieler geben, den ich haben will, ey. Zum Kotzen. Mittlerweile finde ich jetzt auch nicht mehr verdient, dass er führt, weil ich finde, wir haben jetzt ziemlich ausgeglichen gespielt. Das war es jetzt natürlich, 85. Oh. Das ist echt bitter. Aber gut, das letzte Spiel haben wir komplett unverdient gewonnen, von daher. Schwacher Pass von Immobile, vielen Dank. Fuck, fuck! Och Mann, das ärgert mich. Das ärgert mich. Fuck. Das ist ärgerlich. Egal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Ja, Paxi, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.